fragt man sich, in welcher Situation des Rechtsstaates, des erodierenden Rechtsstaates, sind wir eigentlich gelandet, dass es geduldete Kriminelle gibt, die aus dem Ausland in das eigene Land kommen und dort die Inländer mehr oder weniger schädigen. Das ist eine unfassbare Situation, die wir hier so nebenbei beschreiben und gehört zum alltäglichen Bild. Der nächste Rohrkrepierer wird uns als großer Wurf verkauft, die Reform des europäischen Asylsystems. Im Endeffekt bedeutet die Reform, die angebliche Reform des Asylsystems, nämlich gar nichts. Und zwar die ungebremste Zuwanderung geht weiter. Das ist das Thema, wo bleiben eigentlich die Opfer? Denn da gibt es ja nicht nur auch beispielsweise die Probleme auch der Gewalt, sondern es gibt ja auch viele, die darunter leiden. Es gibt ja auch die Menschen, die in einem Land leben, welches zum Beispiel geflutet wird. Das muss man einfach auch mal zur Rücksicht nehmen. Und wir sehen hier die Beschreibung aus meiner Sicht einer tendenziösen Grundhaltung. Und tendenziöse Grundhaltung bedeutet, dass ich eine Gewichtung meiner Aussagen und meiner Veröffentlichungen in eine Richtung haben will. Und wenn dann eben halt Argumente kommen, die dafür sprechen, dann wird vielleicht an bestimmten Stellen nicht so genau hingeguckt. Wenn einer etwas Gegenteiliges bringen würde und sogar mit Fakten unterlegt, wie dieser Modeno beispielsweise damals gegen Moreno gegen den Relotius, da wird natürlich nicht nur von den Kollegen, sondern auch von der Chefseite eben halt ganz klar gesagt, stopp. Zusammengefasst wissen wir heute, wie auch damals, vor 10 Jahren, dass Schengen gescheitert ist. Das Asylsystem der EU ist gescheitert, dysfunktional, missbrauchsanfällig. Es öffnet den Weg für ubiquitären, allgegenwärtigen Rechtsbruch, nicht nur an den EU-Außengrenzen, sondern auch der deutschen Rechtsetzung, und zwar unser Grundgesetz, unser Asylgesetz und ein Bruch millionenfach gegen unser Aufenthaltsgesetz. Vor allem ist es so, wenn man jetzt sagt, wenn ich das weiß und kenne diese Zahlen, dann darf ich da eben einfach nicht hingehen, dann bedeutet das die Aufgabe des eigenen Landes und die Aufgabe der eigenen Heimat. Das ist das eigentliche wiederum Entwürdigende, was da mitspielt, dass man in seinem eigenen Land, in dem man gewohnt hat, in dem man wohnt, das Land, das man liebt. Patriotismus bedeutet, man liebt sein eigenes Land. Das bedeutet nicht, dass man andere Länder hasst, sondern man liebt nur sein eigenes. Ich freue mich auch über jeden Patrioten, der in seinem anderen Land sein Land liebt. Aber genau das ist die Problematik. Offenbar ist es in Deutschland nicht mehr erlaubt, sich selbst zu verteidigen. Und da wird es dann eben halt sehr, sehr bitter. Unser Land, unsere Kommunen, die Länder sind weiter überfordert. Und das heißt eigentlich in letzter Konsequenz, solange Europa keine Festung ist, keine Burg gegen die illegale Migration, millionenfach, muss Deutschland selbst handeln. Und darum fordert die AfD-Fraktion natürlich effektive Grenzkontrollen. Und wir brauchen eine umfassende Migrationswende. Daneben, neben den Grenzkontrollen, muss das heißen, dass wir eine große Rückführungsoffensive starten, dass die Menschen ausgewiesen werden, die hier kein Aufenthaltsrecht haben. Dazu gehört auch, das hat mein Kollege in den letzten Pressekonferenzen auch dargelegt, die Abschaltung der Pull-Faktoren, also diese ungebremste millionenfache Einwanderung in unsere Sozialsysteme, erleichterte Zugänge zur Einbürgerung, Sozialsystem, Geld und Sozialleistung, das muss sofort abgestellt werden. Und damit wäre schon eine Menge getan, um eben auch diese Pull, diese Ziehfaktoren für eine illegale Migration, massenhafte Migration eben auch abzustellen. Mit jedem weiteren Zustrom ins Land wächst ja auch genau dieses Problem beziehungsweise das Explosionspotenzial. Ja, man kann diese Zuwanderung gar nicht mehr abschalten, weil man hat die Länder und den Grenzschutz schlichtweg aufgegeben. Und ich sehe da ein politisches Kalkül hinter. Es gab vor 2015 eine ziemlich klare Struktur über Flüchtlinge. Das wird in der Genfer Konvention festgehalten. Und Flüchtling ist klar definiert. Das sind ganz klare Kriterien. Was wir jetzt haben, sind aber keine Flüchtlinge, sondern es sind Einwanderer. Das sind auch keine Wirtschaftseinwanderer, denn die wandern ja gar nicht in die Wirtschaft ein, sondern die wandern ja vor allem auch in die Sozialwirtschaft.
Sozialsysteme ein. Einige natürlich sind ausgeschlossen. Das muss man auch ganz klar sagen. Die wollen dann auch in der Wirtschaft was machen. Und natürlich ist das kein Pauschalurteil. Man muss da vorsichtig sein. Aber der normale Bürger, der muss ja dabei irgendwann auch dann, vor allem wenn er die großen Zusammenhänge nicht erkennt, irgendwann radikalisieren, weil er sagt, ich habe gar keine andere Wahl mehr. Ich komme jetzt in eine Verteidigungshaltung, eine Notwehrsituation, die er empfindet. Und damit spekulieren aus meiner Sicht auch die großen politischen Führer, weil sie sehr wohl wissen, wie das Volk reagiert. Und ich glaube, diese ganze Geschichte lässt sich mehr oder weniger als Plan auch ziemlich deutlich dokumentieren, der dahinter steht. Wie zuvor, sie wird eben nicht eingedämmt. Und die geplanten Grenzverfahren an der EU-Außengrenze wären zwar ein grundsätzlich richtiger Schritt, das fordern wir ja auch seit Jahren, seit 2015, dass man diese Verfahren an den EU-Außengrenzen prüfen muss, aber das ist hiermit nicht der Fall, weil sie eben nicht für alle gelten. Es sind Ausnahmeregelungen geschaffen worden, und zwar für Migranten aus Ländern mit einer geringen Anerkennungsquote und damit einer geringen Bleibeperspektive gelten diese eben weiter. Und für den Großteil der Migranten, die eine Bleibeperspektive haben, also vornehmlich die Migranten aus Syrien und Afghanistan, die dürfen dann einfach weiterlaufen bis nach Deutschland. Deutschland bleibt das attraktivste Land aufgrund der diversen Pull-Faktoren. Auch das haben wir vor 8 Jahren bereits beleuchtet. Und der Migrationsdruck wird sich daher kaum ändern aufgrund dieser ganzen Ausnahmeregelung. Und da hat natürlich auch unsere super deutsche Bundesaußenministerin, die Frau Baerbock, auf die wir besonders stolz sind, weil sie uns so gut vertritt im Ausland. Diese Außenministerin betonte, gemeinsam mit der EU-Kommission habe die Bundesregierung dafür gesorgt, dass die Grenzverfahren nur für einen kleinen Teil der Geflüchteten gelten würden, nämlich für jene, die kaum darauf hoffen können, dass ihr Asylantrag positiv entschieden wird. Es fing ja schon damit an, dass wir wussten, dass wenn eine Überflutung aus verschiedenen Kulturen ins Land kommt, dass das Land das Ganze nicht aufnehmen kann. Daraus entsteht Armut. Peter Scholl-Latour, der hat das einmal gesagt. Er hat irgendwann gesagt, wer halb Kalkutta aufnimmt, der hilft nicht etwa Kalkutta, sondern wird selbst zu Kalkutta. Ja? Und genau das ist das, was dann irgendwann passiert. Und wenn wir uns die Städte ansehen, die sich so langsam entwickeln, dann merkt man, ich denke da an Marseille zum Beispiel in Frankreich, die zweite häufigste Sprache in Marseille, die zweitgrößte Stadt in Frankreich, ist übrigens Französisch, die erste ist Arabisch. Und dementsprechend sehen auch die Städte mittlerweile aus. Sie sind kulturell, ich sag mal, anders, enteuropäisiert, entfranzösisiert worden, wie auch immer. Jetzt kann man sagen, das kann man sich wünschen. Aber jeder hat auch ein Recht auf seine Heimat. Und deshalb ist es unglaublich wichtig, dass wir wieder in eine vernünftige, übrigens sind diese Argumente nicht gegen diejenigen, die missbraucht werden, zu Flüchtlingen. Die Flüchtlinge sind auch eine Riesenindustrie. Da wird ja unheimlich viel Geld damit verdient. Also wenn ich das sehe, ich habe gerade gehört, wenn einer, zum Beispiel eine Asylanten, eine Gruppierung versorgt mit Nahrungsmitteln, der hat so einen mit Catering-Betrieb und der hat am Tag dann eben halt zigtausende alleine, die er damit einnimmt. Das sind ja richtige Industrien, deshalb halten natürlich auch viele still. Aber es ist auf Kosten der Menschen, denn das entwürdigende Halten von Ausländern auch in Deutschland, das ist ja genauso dramatisch und anzukreiden. Denn wenn wir ihnen anzukreiden, wenn wir den Menschen die Möglichkeit geben würden, in ihrer Heimat für weitaus weniger Geld wesentlich mehr Möglichkeiten für ein menschenwürdiges Leben finanzieren, dann wäre das alles relativ einfach zu handeln. Es ist der falsche Weg und es ist auch flüchtlingsentwürdigend, was in der Politik läuft.